Herzlich willkommen, lieber Dude. Ich hoffe wirklich sehr, dir geht es gut. Setz dich hin und schau einfach mal ein Video. Bleib hier und genieße einfach nur diese Show. Wer ist denn Zockender Tommy? Who is Tommy? Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Was geht ab? Mein Name ist Tommy und willkommen zu einem weiteren Video des Flight Simulators 2020. Wie unschwer zu erkennen ist, stehen wir hier immer noch in Innsbruck rum. Ne? Ihr habt das letzte Video hoffentlich gesehen. Wenn nicht, Schande über euer Haupt. Aber wir sind von München nach Innsbruck geflogen, genau mit dem EasyJet, den wir jetzt ja auch haben, dem A320neo. Und bei der Landung ist mir vielleicht ein kleines Malheur passiert, beziehungsweise dem Spiel, weil ich immer noch nicht genau weiß, was dort passiert ist. Beim Ausrollen hat der Flieger Gas gegeben und ist da hinten in irgendeinen Bach reingekracht. Das hat der Stadt Zürich natürlich gar nicht gefallen und jetzt wollen die mich hier nicht mehr. Deswegen machen wir genau das, was so viele andere YouTuber auch machen. Eventuell machen die das aus anderen Gründen, aber wir flüchten in die Schweiz. Ja, wir fliegen nach Zürich, um genau zu sein, und werden da am Flughafen hoffentlich eine bessere Landung hinlegen, als wir es hier gemacht haben, damit wir da auch ein paar Tage Urlaub machen können, ohne dass die Bewohner mit Heugabeln auf uns losgehen. Ich würde sagen, wir bereiten alles für den Start vor und dann machen wir uns auf den Weg straight Zürich. Wir kommen. So, da sind wir in unserem altbekannten Cockpit. Das kennt ihr schon vom letzten Flug. Wir holen den Flight Director an. Unsere Klappen sind schon gesetzt. Unser Transponder-Code ist auch gesetzt. Dann gucken wir noch aufs Wetter. Sieht in Ordnung aus. Dann, was sollen wir denn hier Schönes machen? 8000. Ich weiß allerdings, dass wir danach direkt auf 12.000 gehen. Deswegen werde ich direkt auf 12.000 einstellen. So, und das war es im Prinzip auch schon. Ich würde den bei 250 gleich steigen lassen. So, sollte eigentlich alles so funktionieren, wie es eingestellt ist. Und ich sage euch schon mal im Voraus, irgendwas stimmt mit Innsbruck und dem A320neo nicht. Ich habe eben schon ein Teststart gemacht und ihr werdet gleich merken, ich gebe Vollgas und mein Triebwerk macht gleich da hinten den Teil mag das Flugzeug nicht. Aus irgendeinem Grund passiert da was, was ihr jetzt gleich mitkriegen werdet, aber das werden wir irgendwie hinkriegen und dann trotzdem wegstarten und das irgendwie machen wir das. Jetzt würde ich aber sagen, wir haben die Starterlaubnis und wir starten einfach. Auf geht's, ab geht die Post. Hört ihr das? Er gibt weiter Gas, klingt aber, als ob er gleich stirbt. Aber wir sind trotzdem in der Luft. Klingt. Seltsam. Ja, machen wir gleich. Keine Sorge. Wir gucken erstmal, dass wir hier langsam wegkommen. Am besten schon mal leicht darüber. Den Autopilot einschalten. Jawohl. Was ist das? 97? Kriegen wir hin. Ah, das sieht doch perfekt aus immer. Tschüss Innsbruck, mach gut. Wir sehen uns mit einem anderen Flugzeug. So, wir steigen schön. Ja, das funktioniert. Wir halten die Geschwindigkeit. Funktioniert auch. Und sobald wir über 10.000 Fuß sind, werden wir auch ein bisschen mehr Gas geben. Hoffentlich ohne. Da ist ein Berg. Das passt. Wir machen die Landescheinwerfer mal aus. Ja, jetzt kriege ich die 12.000 Feet, die ich eben schon angesagt hatte. Ich habe natürlich den Funk wieder über den Autopilot geregelt. Das macht er ganz gut. Das kann er.
Und jetzt drücken wir mal ein bisschen auf die Tube hier. Oder auch nicht. Eigentlich würde ich ganz gerne jetzt Vollgas geben. Doch, doch, er tut es, alles gut. Oh, das ist aber ein bisschen wackelig hier, ja? Das sind die Berge, hä? Wow! Heidiger! Bambini, wir fordern mal eine etwas höhere Reisehöhe an. Wir gehen mal 3000 höher. Damit die Berge uns nicht so... Ach so, erwartet. Okay, Entschuldigung. Ich gehe erst auf 12, kein Problem. Jawohl. Manchmal sehr schwer zu treffen hier. So, einmal hoch bitte. Damit wir ein bisschen aus den Turbulenzen der Berge hier rauskommen. Aber wie ihr beim Start mitgekriegt habt, man merkt, Innsbruck ist für diese Maschine eigentlich nicht gedacht. Das ist ganz, ganz komisch, was sie da macht. Bei der Landung gibt sie Vollgas, beim Start will sie irgendwie kein Gas mehr geben. Ganz, ganz, ganz seltsam. Ja, und dann sind wir jetzt gleich auf unseren 15.000 Fuß. Falls ihr euch übrigens wundert, warum fliegt der in der Nacht? Man sieht so wenig. Ich fliege ja immer Echtzeit. Und wir haben es jetzt gerade den 27.08. um 0.46 Uhr. Innsbruck wird sich auch massiv gefreut haben, gerade als wir die Turbinen angeschaltet haben. Aber das ist ja nicht unser Problem. Und deswegen haben wir es halt jetzt einfach mal Nacht. Und das ist ja auch mal schön, ne? Oh, toll. Ja, schön. Ich sehe da eine Straße. Das ist ja was. Hoi, 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 hoi. So, jetzt sind wir gleich auf unserem 15.000 Fuß. Wir haben eine konstante Geschwindigkeit von 3,50. Und dann geht das jetzt mit Schmackes Richtung Zürich. Wir gucken mal gerade das Wetterradar da. Ja gut, da ist ein bisschen. Aber schön, dass der Knopf nicht reagiert auf das, was ich mache. Seht ihr das auch? Ja, gut. Alles ein bisschen, was soll man da sagen, ne? Der funktioniert im Übrigen auch nicht mehr. Gut. Funktioniert denn der... Hat keine Funktion mehr, der Knopf? Zumindest nicht optisch, aber er funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass der Rest auch noch funktioniert. Was ist hiermit? Ja, schön. Microsoft. Läuft. So, wir fliegen trotzdem. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir müssen nur halt darauf achten, was wir anmachen und was wir nicht anmachen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, den Flug über verbringt ihr ganz geschmeidig da hinten im Kabinenraum mit ein bisschen romantischer Musik. Ich weiß nicht, ob es romantisch wird. Irgendwelche Musik. Und zur Landung schalte ich mich als euer... Was zur Hölle war das? Ach, jetzt guckt mal an hier. Jetzt funktionieren unsere Knöpfe wieder. Innsbruck. Was ist da los? Okay, unsere Knöpfe funktionieren alle wieder. Wir haben wieder ein elektrisches System. Perfekt. Trotzdem werdet ihr jetzt den Flug weiterhin mit schöner Musik verbringen. Und wenn wir zum Landung ansetzen, bin ich wieder für euch am Start. Viel Spaß. Yeah.
So, und da bin ich wieder. Wir haben gerade die erste Anweisung zum Sinken erhalten, und zwar auf 6000 direkt runter. Dann nehmen wir erstmal Geschwindigkeit raus, würde ich sagen. Gehen auf maximal 250. Dann auf 6000 zu sinken, sobald wir diese 250 erreicht haben. Das ging tatsächlich schneller, als ich gedacht habe, und es war turbulenter, als ich gedacht habe. Heiliger! Also über den Bergen da in Innsbruck, da ist schon ein bisschen was gebacken. Unsere Knöpfe funktionieren wieder alle. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Was? 6800 jetzt oder was? Was ist denn mit dir? Mal 6800. So, wir werden dann jetzt nochmal so langsam bereit. Air France? Der Franz mit S. Das bin ich nicht. So, wir können jetzt nochmal so langsam. Jawohl, ab geht's. Wir gucken mal, wie weit sind wir. Wir sind aber doch noch. Oh, es geht. Okay, alles klar. So, bei dieser Landebahn ist der Unterschied zur Landebahn in Innsbruck. Wir haben tatsächlich ein ILS-System. Das heißt, wir werden auf jeden Fall besser reinkommen als in Innsbruck. Ob wir weicher aufsetzen, kann ich noch nicht versprechen, weil auch wenn das Wetterradar eigentlich jetzt nicht so massive Sachen anzeigt, ist es anscheinend doch recht windig. Sinkflug ist gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich habe da jetzt nicht so die riesen Ahnung. Bruder! Wie kann man denn 20.000 Fuß über der zugewiesenen Höhe sein? Was hast denn du gemacht da oben? Ja, das will ich wohl auch meinen. 20.000 Fuß über. Er soll auf 10.000, ist auf 20.000 drüber. Das heißt, er fliegt einfach auf 30.000 Fuß oben rum, denkt sich, I don't give a fuck. Ich lasse mir von euch gar nichts sagen. Geiler Typ. Worüber das fliegt. Das ist aber, glaube ich, im ATC gibt es, glaube ich, nur den Live-Verkehr oder den KI-Verkehr, den ich mithören kann. Andere Piloten, Online-Piloten, kann ich nicht mithören. Kann ich auch gerade nicht sehen, weil für die Videos und dem langen Stehen auf der Startbahn mache ich den Multiplayer natürlich aus, damit ich da keinen behindere irgendwie. Auch wenn man durch andere durchgehen kann. Ja, das macht der Co-Pilot. Auch wenn man durch andere Flugzeuge durchfliegen kann, finde ich es trotzdem irgendwie kacke. Deswegen sind wir hier jetzt in nur Gruppe unterwegs, nur für uns, aber natürlich mit Live-Wetter und Live-Uhrzeit. Jawohl, habe ich so gehört. Und sehe ich da über Zürich etwa doch ein kleines... Das sieht jetzt nicht so bedrohlich aus, muss ich sagen. Das kriegen wir hin. Ich habe da keine Angst vor. Und ansonsten steige ich einfach 20.000 Fuß drüber. Egal. Ja, was wir jetzt machen ist, wir sinken auf unsere zugewiesene Höhe, werden jetzt noch hier eine Rechtskurve fliegen und am Ende eine scharfe links. Und dann werden wir am Ende der scharfen links, werden wir so langsam das ILS anschalten, glaube ich. Wir können ja schon mal gucken, haben wir hier schon Informationen? Ja, haben wir schon alles da. Perfekt, perfekt. Das wird gut, Jungs, das wird gut. Gucken wir uns das Ganze mal von draußen an hier. Die Schweiz. Hier ist noch nicht so viel am Start. Was haben wir da unten? Oh. Warum zur verfluchten Hölle soll ich denn jetzt auf... Kannst du schon mal. Wir machen 7000 draus. So. 8200 feet. Expect ILS runway
EJ14 approach via Amaki transition clear to Amaki EJU1123. Ja, ja, von wegen. Jetzt schickt mich runter auf 6.8 und jetzt soll ich auf 8.2. Ist doch Quatsch mit Soße. Wir gehen auf 7.000. Wir hören jetzt einfach mal nicht auf den und warten auf eine Anweisung, die Sinn macht. Wir hören uns auch gerade hier am Umgucken. Aha. Ist das nicht so? Da hinten scheint eine größere Stadt zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie in der Schweiz. Zumindest nicht bewusst. Ich habe da keine Ahnung, wo jetzt hier tatsächlich Zürich ist. Aber das werden wir ja gleich sehen, weil wir werden definitiv da gleich landen. Koste es, was es wolle. Jetzt machen wir gleich noch einen Linkskurve. Ihr seht das im Übrigen hier, ne? Ihr könnt auch... ah ne, das können wir wieder nicht mit GeForce Experience, weil der dann gleich wieder anfängt, nur dieses Fenster aufzunehmen. Du kannst mich mal mit deinem 8200 Fuß. Lass mich zufrieden. Schick mich auf eine vernünftige Höhe. Wenn ich das jetzt auspoppe, dann ist GeForce Experience wieder der Meinung, okay, ich nehme jetzt nur dieses Fenster auf. Aber ihr könnt es. Ihr könnt es und zwar mit Alt-GR, das rechte Alt, nee, rechts neben der Leertaste, gedrückt halten und dann in das Fenster klicken, das ihr auspoppen wollt. Dann könnt ihr das einfach rausnehmen und noch auf den zweiten Bildschirm oder vergrößern und was ihr damit machen wollt. Ach was, 7000 Fuß? Damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Das sind wir nämlich schon. Das ist auch dann jetzt eine Anweisung, die logisch erklingt. Na, ist schon hübsch. Ist schon hübsch. Wie immer habe ich die Grafik fürs Video ein bisschen runtergedreht. Ich spiele normalerweise auf einer wesentlich höheren Auflösung. Aber da macht der Computer dann irgendwann und sagt, nee, lass das mal, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, du, können wir da nicht mal drüber reden und dann reden wir und dann, ja gut, dann spielen wir halt 1080p, alles easy peasy. Ja, reicht auch, denke ich, für YouTube. So, dann gucken wir mal, sollen wir schon auf, naja, wir bleiben noch bei Geschwindigkeit. Werden da vorne. Was ich eben erzählen wollte, hier ist im Übrigen unsere Route, ne? Die habt ihr beim letzten Mal schon gesehen. Die fliegen wir jetzt hier straight up mit dem Autopiloten. Und dann machen wir hier gleich noch eine scharfe links und dann gehen wir direkt in den Anflug über. Hoffentlich. Was ist das eigentlich für ein Knopf? Terrain-Anzeige im ND einschalten. Machen wir das mal. Oh, jetzt habe ich auch kein Wetterradar mehr, ne? Aha, so habe ich... Verstehe. Im Übrigen habe ich auch noch ein kleines Add-on in dem Flugzeug hier eingebaut. Was heißt Add-on? Es ist ein, ich weiß nicht genau, wer es gemacht hat, irgendwas mit Eis. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten. Dass diese Knöpfe hier im Airbus funktionieren, die haben zwar die meisten davon noch keine Anzeige, aber beispielsweise hier die Türen könnt ihr euch jetzt schon anzeigen lassen und die zeigt auch an, wenn die offen sind und all sowas mögliches. War aber noch einer, waren die Wheels, die gingen noch nicht. Die sind noch inoperabel. Koordinat, nein. Hilfstriebwerkinfo, genau, die konnte man noch dazu schalten. Die arbeiten auf jeden Fall gerade hier, mehr Funktionalität reinzubringen, was ich persönlich sehr gut finde. Jetzt muss ich nur zu dem Fenster zurückkommen, was da eben noch war. War das das? Ich glaube nicht. War das das? Nein, das war es auch nicht. Nein, nein. Fuel war es, genau. Fuel haben wir da nochmal. Also, da haben wir auf jeden Fall noch genug. Das mache ich doch gerne, mein Freund. Da bin ich dabei, das ist gar kein Problem. Runter mit der Nase. Und wenn wir die 6000 erreicht haben, werden wir mal so ein bisschen vom Gas gehen. Wenn er denn jetzt bitte runter geht. Jawohl, dankeschön. Dann werden wir ein bisschen vom Gas gehen, weil so sind wir definitiv ein Ticken zu schnell. Wir gucken nochmal raus. Ja, da hinten wird dann wohl Zürich sein, hä? Wie gesagt, steinigt mich nicht, wenn ihr aus der Schweiz kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wo Köln ist. Das muss reichen. Was ist das denn? Landekurs hin? Achso, ja, ja.
So, dann werden wir jetzt mal auf 200 runter. Schon mal. Das Schöne ist, ich stelle mir immer vor, wenn ich sowas mache hier und ein Video dazu mache, wie ein echter Pilot sich das Video anguckt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, was macht der da? Beispielsweise hier, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir machen die Bremsautomatik jetzt mal auf Mittel, habe ich angeschaltet. Könnte richtig sein, funktioniert auch bei mir, aber kann auch vollkommen am Mumpel sein. Auch die Geschwindigkeiten, die ich jetzt gleich halte und mit den Klappen. Das habe ich für mich alles so, ich bin ja kein Pilot, ne? Ich habe auch nichts gelesen oder so. Natürlich muss der Typ da erstmal wieder zwischenquatschen. Wir gehen auf 5000, das müsste dann auch fürs ILS gut sein. Ich bin kein Pilot, ich habe mir das alles selber beigebracht hier und das ist halt der Ablauf, den ich mir in meinen Kopf reingebrannt habe. Und wie es auch funktioniert, werdet ihr jetzt gleich sehen. Also das wird keine Innsbruck-Nummer hier. Das wird ein sanfter ILS-Anflug. Deswegen, wenn du, der das Video gerade guckt, echt Ahnung davon hast und dir denkst, scheiße, was macht der da? Ich weiß es selber nicht. Was ich weiß, dass ich jetzt gleich bei diesem netten Ding da, glaube ich, das ILS anschalten werde. Also in den Anflugmodus Kurs Dings da Bums da gehen werde. Und es dann eigentlich funktionieren müsste. Mit der Betonung auf müsste und eigentlich. Frames sind schon wieder im Arsch hier, sehe ich. Von draußen wundervoll im Cockpit von dem Jet hier. Sind meine Frames so miese, aber es funktioniert. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch gerade erzählen soll. Ihr könnt mal aus dem Fenster rausgucken, da. Schick. Ja, schick, schön, schön, schön. Ein bisschen Konzentration ist bei der Sache natürlich auch immer. Deswegen wird bei der Landung auch nicht so viel geredet. Erst dann beim Aufsetzen und wenn man merkt, okay, der Gegenschub ist drin, ich rolle aus. Dann ist eigentlich so der Moment, wo man sagt, geschafft. Und dann landest du aber in Innsbruck und die Kiste gibt einfach Volldampf. Scheiße, Mann. So, und sobald wir jetzt in die Linkskurve gehen, obwohl, das könnte ich ja nicht jetzt, wo ist mein, da, er müsste eigentlich reagieren, ja, tut er auch, wundervoll, 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 es funktioniert. Nein, ich mache jetzt gar nichts mehr, das macht nämlich mein ISS-System, lass mich zufrieden. Das macht nämlich jetzt eigentlich alles das ILS-System, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen hören wir jetzt einfach mal nicht mehr auf das, was der Kerl da sagt. Und drehen uns im Kreis. Oh. Doch, doch, das passt schon. Macht euch keine Sorgen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr sitzt in so einem Flieger, seid unterwegs nach Malle oder Madeira oder was weiß ich. Und dem Pilot geht auf einmal so das Mikrofon an und ihr hört nur, wie er sagt, oh oh. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte da ein echt ungutes Gefühl. Allerdings kann ich den Passagieren im Hintergrund auch jetzt direkt sagen, alles läuft nach Plan. Da vorne ist unsere Landebahn. Fast sicher, dass sie das ist. Es könnte aber auch die sein. Nein, ich glaube, es ist nicht diese hier, es ist die, die hier quer geht. Und die werden wir dann jetzt gleich wohl anfliegen. Er geht auch schon runter. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Oh, das war zu viel. Auf 185. Nein. Was ist denn da unter uns? Naja. Das, warum? Naja, okay, okay, alles gut, okay. 2500, nicht 4000. Ja, ich komme jetzt auf einen Flugkurs.
tower on 119.7EJU 1123. Oh, ich hoffe, das passt. Ich habe den, glaube ich, ein bisschen früher angemacht. So, die Klappen gehen schon mal rein, raus. Verzeihung. Fahrwerk geht raus. Ich versuche euch wieder so ein bisschen zu erzählen, was ich mache, wenn ich dran denke. Ich habe für mich tatsächlich, wie auch hier, bin ich wieder nicht ganz sicher, ob es richtig ist, aber die 165 für mich als Landegeschwindigkeit eigentlich, die ist bei mir eingeprägt. Es funktioniert eigentlich immer ganz gut. Landescheinwerfer ein. Guck, ein bisschen höher. Und dann landen wir das Schätzchen, oder? Was sagt ihr? Ich sage ja. Ich bin dabei. Ja, alles gut. Ich muss noch eine, ne? Wenn ich nicht irre, ist das hier für die Landung. Jawohl. Wackelt ein bisschen, ist aber kein Problem für uns. Jawohl, jawohl, jawohl. Wer ist gelandet? Ich bin gelandet. So, wir verlassen direkt die Rollbahn hier. Sonst meckert er gleich wieder. Willkommen in Zürich, meine lieben Freunde. Das hat doch gut funktioniert, würde ich sagen, oder? Jetzt gucken wir mal, dass wir einen Rollen zum Gate kriegen. Jawohl. Ich habe im Übrigen hier auf dem Boden immer noch diese blauen Pfeile anzeigen lassen, weil... Rollen Sie Gate 064, Rollbahn H1, Charlie, das ist mir, nee, das ist mir zu viel. Da habe ich doch keine Ahnung von, ganz ehrlich. Und warum, wenn ich da rechts muss, warum, hä? Okay, er schickt mich hier lang, alles klar, das schaffen wir. Ja, ich würde sagen, der Start, der war ein bisschen komisch, aufgrund von Gegebenheiten in Innsbruck in diesem Spiel, die ich noch nicht so ganz verstehe. Der Flug war ein bisschen ruppig unterwegs, wir hatten ein paar Turbulenzen, aber das Wichtigste, die Landung, ist fast, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber fast in die Hose gegangen. Aber haben wir ja noch eigentlich ganz gut geschafft.
Somit bin ich ganz zufrieden mit diesem Flug und auch der Landung. Jetzt werden wir das Ding noch ans Gate bringen, den Motor ausschalten und den Flug beenden. Und dann haben wir es für heute. Dann sind wir, glaube ich, in Zürich ganz glücklich. Ich kaufe mir ein bisschen Schoki. Haha. Und vielleicht die eine oder andere Uhr. Die Landescheinwerfer, die kann ich doch eigentlich schon wieder ausmachen, ne? Die sind ja... Hopp. Ah, das ist der Taxi-Light, muss ich glaube ich anmachen, ne? Landebahn abbiegen, nee. Wo ist denn hier der Taxi-Light? Nicht, dass ich irgendwo gegenfahre. Beleuchtung auf Rollen stellen. Heiliger, das ist aber ganz schön hell. So, da ist unser Gate. Das Gate E... 6464. Mit allem Mann am Ballermann. Ich glaube, da fliegen wir mal als nächstes hin. Zum Ballermann. Das ist doch irgendwo da bei Mallorca. So. Achtung. Jawohl, dockt direkt an hier. Mal gucken, ob es auch diesmal richtig andockt. Oh, das sieht doch gut aus. So, ja, wir kriegen wieder die Warnung für die Türen. Jetzt kann ich ja schon kurz das Türding zeigen, wo ich eben von gesprochen habe. Wenn wir jetzt hier auf Door gehen, sehen wir nämlich, Kabine ist geöffnet worden. Was wir jetzt noch machen ist, wir schalten die Triebwerke ab. Dann schalten wir den Strom ab. Und dann wird der Flug gleich automatisch beendet sein. Ich bedanke mich schon mal fürs Zugucken und hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat diesmal auf jeden Fall besser geklappt als beim letzten Mal. Wir sehen das hier, der Flug ist beendet. Wir waren 27 Minuten und 38 Sekunden unterwegs. Das Video wird lang. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Könnt ihr ruhig, ja, heute könnt ihr es, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach unten, ist in Ordnung. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich Dinge tue in meinem Flugzeug, die euch vielleicht nicht so passen, weil sie nicht richtig sind, aber es hat funktioniert. Wir sind da, wo wir hin wollten. Alles super. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen, wann auch immer ihr das Video geguckt habt, morgen, Mittag, Tag oder auch Abend oder auch Nacht. Macht's gut. Adieu. Au revoir. Salut und tschüss.